Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum mit dem Thema Österreichs Corona-Kurs, Ausweg oder Irrweg. Wir befinden uns nicht nur gefühlsmäßig in einem riesigen medizinischen und politischen Labyrinth. Die Regierungen wollen den perfekten Pfad und die richtigen Exit-Strategien finden. Expertinnen und Experten weisen jedoch nicht immer denselben Weg. Weshalb Länder auch unterschiedliche Vorgehensweise beim Kampf gegen das Virus wählen. Für uns alle ist es ein Leben mit Handbremse. Aber wie lange ist noch Vorsicht geboten? Vor allem, wo das Ziel, die Kurve abzuflachen, mit der Disziplin der Menschen hierzulande bereits erreicht scheint. Sind die Maßnahmen tatsächlich noch verhältnismäßig oder ist ein Normalbetrieb erst wieder mit Impfung möglich? Die Menschen haben Angst vor der Krankheit, die Regierungspolitiker und Politikerinnen Angst, dass sie falsch reagieren. Aber jetzt rücken Wirkungen und Nebenwirkungen auf die gesamte Gesellschaft zunehmend in den Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, dass spätestens ab Montag das soziale, gesellschaftliche Leben in Österreich auf ein absolutes Minimum reduziert ist. Gesagt, getan. Seit mittlerweile 5 Wochen lautet die Devise der Regierung: Abstand halten, soziale Kontakte vermeiden, Isolation. Mit vermeintlichem Erfolg, die Kurve der Neuansteckungen flacht langsam ab. Ein Leben auf Distanz, nicht ohne Nebenwirkungen. So warnen Wissenschaftler und Hilfsorganisationen vor den Gefahren sozialer Isolation und Einsamkeit. Besonders betroffen die Risikogruppe über 65, etwa durch ein Besuchsverbot in Seniorenwohnhäusern. Meine Kinder gehen mir schon ab, aber das ist so. Plaudern hinter Plexiglas heißt es daher in den Niederlanden, wo Besuchscontainer ein gefahrloses Treffen zwischen Heimbewohnern und Angehörigen wieder ermöglichen sollen. Lernen auf Distanz heißt es indes für die Jüngsten der Gesellschaft. Digital, von zu Hause aus, mit und ohne Unterstützung der Eltern. Für viele Schülerinnen eine Herausforderung, wie diese Mutter erzählt. Die Kinder leiden unter dem Stress, vor allem weil sie so viele Hausaufgaben haben und weil sie nicht rausgehen dürfen und es kaum Kontakt zu ihren Freundinnen gibt. Mögliche Folgen: Frust, Überforderung, aber auch familiäre Konflikte. Bildungsexperten fürchten außerdem, dass die Kluft zwischen den Kindern größer werden könnte, etwa wenn sozial Benachteiligtere keinen Computer besitzen, um mit ihren Lehrern in Kontakt zu bleiben. Besorgt zeigen sich auch Ärztinnen und Ärzte. Sie warnen vor medizinischen Kollateralschäden, weil geplante Behandlungen und Untersuchungen wegen Corona verschoben werden. Diabetes mellitus, Epilepsie, sogar Leukämiefälle, die zu spät medizinische Hilfe in Anspruch genommen haben, aus Angst vor Coronavirus. Entwarnung kommt vom Gesundheitsminister. Neben ersten Lockerungen im Sport und Handel sollen auch Ordinationen und Krankenhäuser unter gewissen Auflagen langsam wieder öffnen. Ein Schritt in Richtung Normalbetrieb, wie man betont. Und das trotz angekündigtem Sturm. Viele können sich nicht vorstellen, was da in einigen Wochen auf uns zukommt. Aber die Wahrheit ist, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Wann mit diesem zu rechnen sei, ist momentan ebenso unklar wie das Ende der Kontakteinschränkungen. Bleibt zu hoffen, dass für die unerwünschten Nebenwirkungen in der Zwischenzeit auch ein Gegenmittel gefunden wird. Meine Gäste heute Abend: Pamela Rendi-Wagner, die Klubobfrau und Bundesparteivorsitzende der SPÖ, sagt, das Virus wird uns noch länger begleiten. Fahren auf kurze Sicht reicht dann nicht aus. Es braucht konkrete Ziele, mittel- und langfristige Perspektiven, wie wir dieses Ziel gemeinsam bewältigen und dabei lernen, mit dem Virus zu leben. Marita Haas, die Unternehmensberaterin und Gender-Expertin, sagt, die aktuellen Entscheidungen der Regierung verstärken die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und lasst die Kinder wieder raus. Helmut Frickenschlager, der Präsident der Deutschen Vereinigung der Bekämpfung der Viruskrankheiten, analysiert, mit dem einzigartigen Lockdown haben wir alle zusammen die Epidemie ausgebremst. Nun gilt es, diesen Erfolg zu sichern und damit die besonders gefährdeten Personen zu schützen. Lockerungen können nur behutsam erfolgen. Und Andreas Sönnigsen, der Leiter der Abteilung Allgemeinmedizin MedUni Wien, mahnt, im März konnten wir nicht anders, aber heute wissen wir mehr. Und wir müssen aufpassen, dass der Ausweg nicht zum Irrweg wird. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/imzentrum diskutieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend.
Ja, wann und unter welchen Bedingungen können 1,2 Millionen Schülerinnen und Schüler wieder in die Schulen? 270.000 Kinder in den Kindergarten und in die Kinderkrippe. Wann können wir unsere Eltern, Großeltern, Urgroßeltern und unter welchen Bedingungen wiedersehen? Und auf welchen Entscheidungen fußen eigentlich eben jene, die die Regierung treffen? Und vor allem, welche Experten oder Expertinnen werden da gehört? Ja, diese Fragen hätten wir gern einem Regierungsmitglied gestellt. Es ist bedauerlich für Sie, liebes Publikum, dass niemand unserer Einladung zur Debatte gefolgt ist. Absagen unter anderem von Bundeskanzler Kurz, Vizekanzler Kogler, die Minister Anschober, Aschbacher, Raab und Schramböck. Ja, wenn es um Transparenz der Entscheidungen und Widersprüche der Expertinnen und Experten geht. Herr Fickenscher, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die FAZ, hat vor 2 Tagen geschrieben, Irren ist wissenschaftlich und meint eben, wer forscht, kann irren. Und in diesen besonderen Zeiten wäre es eben sehr wichtig, dass die Wissenschaft die eigene Unsicherheit mitkommuniziert. Wie wichtig ist es denn Ihrer Meinung nach, dass unterschiedliche wissenschaftliche Meinungen in einem Beratungs- oder Gremium- oder Krisenstab Platz haben? Es ist ganz wesentlich, die verschiedenen Argumente klar zu benennen und zu diskutieren. Ich sehe es auch für ganz wichtig an, dass in der Presse, in Medien die verschiedenen Argumente gegenübergestellt werden. Es ist sonst wünschenswert, wenn das in der Politik dann eher ein bisschen einmütiger stattfindet, denn großer politischer Streit wird derzeit nichts nützen, allenfalls die Prozesse behindern und das wäre möglicherweise wieder schädlich. Aber das Erreichte jetzt zu sichern und dann eben über kleinere Schritte vorzugehen, ist der Weg aus dem Dilemma, dass man eben damit auch keine Erfahrung hat. Wie kommt man aus einem Shutdown raus? Vor 2 Monaten hätte ich es nicht für möglich gehalten, dass man in Europa einen Shutdown hinkriegt. Ich hätte das für verfassungsrechtlich und überhaupt von Menschenrechten her eigentlich für undenkbar gehalten. Und wir müssen da den chinesischen Kollegen eigentlich sehr, sehr dankbar sein. Die haben es uns vorgemacht. Ohne die hätten wir das auch nicht geschafft. Und das ist eher unmittelbare Erfahrung und eigentlich keine Wissenschaft. Jetzt sind Sie selbst in einem Beratungsgremium für Schleswig-Holstein. Wie wird denn dort die Transparenz gelebt? Werden hier die Entscheidungskriterien offengelegt? Die Argumente werden da durchaus auch öffentlich besprochen und eben auch die Entscheidungen begründet. Und das ist ein nach meiner Ansicht schon sehr, sehr transparenter Weg, ja. Herr Sönnigsen, Sie sind auch Vorsitzender des Deutschen Netzwerks für evidenzbasierte Medizin. Sie haben ja Anfang April die Regierung kritisiert in ihrem Weg und haben gemeint, der ganze Staat werde lahmgelegt, nur um die wenigen, die es betreffen könnte, zu schützen und haben eben damals schon vor Kollateralschäden für Wirtschaft und Gesundheit gewarnt. Der Gesundheitsminister hat sie dann daraufhin scharf kritisiert, hat gemeint, es ist verantwortungslos, über Menschenleben so zu sprechen. Jetzt scheinen die Zahlen der Regierung recht zu geben. Haben Sie sich geirrt? Na, so ganz würde ich das so nicht sehen. Ich denke, wie ich damals auch schon gesagt habe, in Anbetracht der Geschehnisse in Italien war es Anfang März sicherlich gerechtfertigt, tatsächlich diesen Shutdown vorzunehmen. Aber wir mit den Erfahrungen, die wir bis jetzt gesammelt haben, muss man doch, sagen wir mal, etwas relativieren, dass wir, wie wir das Risiko eingeschätzt haben. Ich meine, wir haben jetzt Stand heute 3.796 Erkrankte in Österreich. Das ist also 0,04% der Bevölkerung. Die Chance, dass ich auf der Straße einen Infizierten treffe, ja, das sind 4 von 10.000 und die umarme ich ja auch nicht gleich alle, die ist doch sehr, sehr gering. Das heißt, wir haben sicherlich durch den Shutdown jetzt schon einen Erfolg gehabt, aber man muss jetzt auch überlegen, wie geht es weiter? Ist es wirklich noch gerechtfertigt, die Kinder noch bis Mitte Mai
aus der Schule draußen zu halten, das halte ich in Anbetracht der derzeitigen Zahlensituation nicht für plausibel. Frau Haas, da würde ich gleich jetzt anschließen an die Frau Haas. Sie leben in einer Patchwork-Familie mit 5 Kindern. Sie selber haben 2, 8 und 14 Jahre alt. Und in einem Gastkommentar für die Wienerin schreiben Sie: Ich spreche hier als Mutter, als Wissenschaftlerin mit mehr als einem Jahrzehnt Forschungserfahrung im Bereich Gender, als Feministin, als Unternehmerin, als Dozentin des Instituts für Bildungswissenschaften. Lasst die Kinder wieder raus. Was hat Sie denn zu diesem Kommentar veranlasst? Ja, also grundsätzlich ist einfach wichtig, wenn man sich die Entscheidungen der Regierung im Moment anschaut, zu sehen, dass die Schule oder überhaupt das Thema Schule und Schule wieder eröffnen eher eine nachgeordnete Priorisierung erfährt. Das heißt, wir schauen uns jetzt eher so diese ökonomischen Entwicklungen an, klarerweise die gesundheitspolitischen, aber andere Dimensionen werden im Moment vergessen oder vernachlässigt. Und in dem Moment, wo ich sage, die Schulen bleiben zu oder die Schulen sind im Moment geschlossen, stellt sich natürlich in jeder Familie das Betreuungsthema. Also wer kümmert sich jetzt eigentlich um die Schülerinnen und Schüler, wer sorgt für ihre Betreuung, für auch im weitesten Sinne für ihre Bildungsarbeit? Und wir wissen eben aus der Genderforschung, dass das sehr stark zu Lasten der Frauen geht. Es geht auch zu Lasten insbesondere der Mütter, der Alleinerziehenden oder zu Personen, die ohnehin schon mit Mehrfachbelastungen konfrontiert sind. Das heißt, aus einer Genderperspektive muss man sich ja anschauen, wie diese Entscheidungen tatsächlich auch Männer und Frauen in unterschiedliche gesellschaftliche Sphären verweisen. Das ist ein Punkt, der mir in der aktuellen Diskussion sehr fehlt und den ich hoffe, den wir jetzt im Zuge der Eröffnungen und auch Richtung Phase 2 ein bisschen stärker inkludieren können. Und der zweite Punkt ist natürlich, wie geht es den Kindern damit? Also auch sozialpsychologische Aspekte, die jetzt im Moment noch vernachlässigt wurden, gehören jetzt mitdiskutiert. Also Schule ist ja nicht nur ein Ort der Leistungserbringung und der Beurteilung, sondern es ist auch ein sozialer Raum, ein Raum, in dem sich die Kinder bewegen, in dem sie sich austauschen. Sie brauchen einander, sie brauchen Bewegung, sie brauchen einen strukturierten Tagesablauf und auch hier verstärken sie sich natürlich Ungleichheiten. Frau Rendi-Wagner, Ihr Geschäftsführer Christian Deutsch schlägt in diese Kerbe und meint, dass Frauen am stärksten betroffen sind in der Krise. Zitat: Es erweckt stark den Eindruck, dass dies von der konservativen Regierung gewollt ist und sogar gefördert wird, ganz nach dem Motto Frauen zurück an den Herden. Und er wirft eben der Regierung Verwirrung und Unklarheit vor. Dann sorgen Sie doch, Frau Rendi-Wagner, für Klarheit bei Ihrer Position. Wann konkret müsste denn aus der Sicht der SPÖ die Schulen wieder aufsperren? Unter welchen sicherheitspolitischen Maßnahmen? Ja, Frau Reiterer, wenn Sie und den Kollegen Deutsch erwähnen, der die Unklarheit der Regierung vorwirft, so ist das etwas, was ich auch in den letzten Tagen und Wochen eigentlich wahrgenommen habe, nämlich ich habe hier Klarheit vermisst hinsichtlich vor allem des Weges, und das haben jetzt ein paar Vorredner auch schon erwähnt, des Weges, wie es weitergeht in Österreich und auch des neuen Zieles. Und bevor ich auf Ihre Frage jetzt konkret auf die Schulen eingehe, lassen Sie mich doch konkret auf diese Unklarheit nochmal zu sprechen kommen. Vor 5 Wochen, als der Shutdown beschlossen wurde, den ich aus fachlicher Sicht durchaus richtig und notwendig finde und fand, muss ich sagen, gab es ein konkretes Ziel. Wir sollten die Kurve abflachen. Jetzt haben wir den Erfolg, dass die Kurve flach geworden ist und sehr wenige Neuinfektionen pro Tag auftreten. Und die Frage, die sich jetzt stellt, wie geht es jetzt weiter? Was ist jetzt das neue Etappenziel? Und wenn man die Regierung fragt, dann bekommt man hier keine klare Antwort. Dann hört man hier, dass sie auf Sicht fahren und dass sie es nicht genau sagen können. Hingegen gibt es gleichzeitig Experten, die erst gestern gesagt haben, wirklich wird diese Situation erst zu Ende sein, wenn ein Impfstoff da ist. Das kann in 1, 2, vielleicht auch erst in 3 Jahren der Fall sein. Und wenn das so ist, dann erwarte ich von der Regierung eines, nämlich die Ehrlichkeit und die Klarheit, sich hinzustellen und das den Menschen zu sagen, dass das ein längerer Weg wird in dieser Ausnahmesituation. Und ich sage ganz bewusst Ausnahmesituation und nicht neue Normalität, weil es ist nicht normal, dass wir 600.000 Arbeitslose haben. Es ist nicht normal, dass Großeltern ihre Kinder nicht sehen können, dass Frauen in die 50er Jahre, in Rollenbilder der 50er Jahre zurückversetzt werden und Kinder nicht in die Schule gehen können. Aber die große Frage ist,
Wie gehen wir diesen längeren Weg gemeinsam als Gesellschaft? Aber bleiben wir bei der Schule, Frau Rendi-Wagner. Mit steilen Klippen. Ja. Bleiben wir bei der Schule. Ja, aber schon, das ist ganz wichtig zu sagen, vergessen wir auf diesem Weg, der länger sein wird offenbar, nicht die Menschen, vergessen wir eben nicht die Kinder, die über 1 Million ausmachen in Österreich und davon 300.000 Kinder, die den Kontakt offenbar komplett zu der Schule in den letzten Wochen verloren haben. Vergessen wir nicht die älteren Menschen, die ihre Enkelkinder und ihre Kinder nicht mehr sehen konnten und vielleicht nicht mehr in den nächsten Monaten sehen werden. Und darauf kommt es an, dass wir einen gemeinsamen Diskurs haben über die neuen Regeln, die neuen Rahmenbedingungen entlang dieses Weges. Aber helfen Sie uns gemeinsam. Ja, das kann nicht sein, ja, dass das die Regierung verordnet, sozusagen, wie in der Akutphase. Die Akutphase ist vorbei. Aber muss es andere Regeln und Spielregeln geben. Dann helfen Sie uns bei diesem Diskurs. Zur Schule? Genau, und sagen Sie, was ist die Position zur Schule von der SPÖ? Also ganz klar, wenn wir jetzt schauen, wir sind vergleichbar, was die Entwicklungen betrifft, mit Deutschland. Wir sind auf einem gleich guten Weg, was die Erkrankungszahlen betrifft. Deutschland hat gerade beschlossen, mit Anfang Mai die Schulen zu öffnen. Dänemark hat das schon gemacht, Norwegen auch, Frankreich wird das auch machen. Ich sehe keinen Unterschied jetzt zu den Entwicklungen in Deutschland und verstehe nicht, warum in den letzten 2 Wochen seitens der Bundesregierung über Öffnungen von Baumärkten und Geschäften, Golfplätzen, Tennisplätzen so viel gesprochen wurde und 2 Wochen lang kein Wort darüber verloren wurde, was mit den Schulen weiter ist. Also ja, wenn Sie mich persönlich fragen, dann sage ich, ja, wir brauchen dringendst einen Plan für eine vorsichtige, schrittweise Öffnung der Schulen. So ein Plan muss konkret natürlich Vorsichtsmaßnahmen beinhalten, zum Beispiel gestaffelten Unterricht zeitlich, damit nicht viele Kinder auf einmal in der Schule sind, zeitlich gestaffelt, über die Tage gestaffelt. Ein Fokus auf die Volksschulkinder, weil die vor allem betreuungsbedürftig sind. Und deswegen wäre mit der Schule dann natürlich auch eine Entlastung für die Mütter und die Familien gegeben, die dann wieder arbeiten gehen können. Aber es sollte wie in Deutschland, also wie Sie möchten wie in Deutschland ab 4. Mai, dass die Schulen wieder aufmachen. Ich sehe keinen Unterschied in der epidemiologischen Entwicklung derzeit zwischen Österreich und Deutschland. Und wenn die Regierung hier drastische Gründe hat, warum sie in Österreich jetzt nicht im Mai aufsperren, die Schulen schrittweise, unter Vorsichts- und Sicherheitsvorkehrungen wohlgemerkt, dann soll die Regierung bitte das benennen und auch die Kriterien dafür benennen. Ich kenne sie bisher nicht seitens der Bundesregierung und sie hat sie auch noch nicht genannt. Weil Sie Deutschland eben gesagt haben, Herr Fickenscher, hier ist es ja so, dass die Bund und Länder, ich habe es jetzt schon erwähnt, sich eben darauf verständigt haben, dass die Schulen eben ab dem 4. Mai wieder öffnen dürfen. Aber es gibt Sonderregelungen für einzelne Bundesländer. Es gibt sogar einzelne Bundesländer, die eben bereits Ende April, die meisten am 27. April, ihren Unterricht für die höheren Klassen und Abschlussklassen wieder machen. Jetzt sagen Sie eben in Ihrer These, Lockerungen können nur behutsam erfolgen, weil wir jetzt auch noch die Kindergärten und Kinderkrippen auch aussparen, auch ein Thema, das wahnsinnig viele Familien trifft. Wie sehen Sie da als Experte die Lockerung eben für Kindergartenkinder und Krippenkinder? In Österreich sind es immerhin 270.000. Die Stellungnahme gerade eben bezüglich Deutschlands klang allgemeiner, als sie eben tatsächlich ist. Es ist nur eben ein Ausschnitt, der wieder in die Schule vorerst zurück darf, eben die Abschlussklassen und auch die Abschlussklasse der Grundschule, bevor es in die weiterführenden Schulen geht. Und auch da unter Einschränkungen und mit einem eingeschränkten Spektrum. Kindergärten sind in einem begrenzten, oder Kinderbetreuung ist im begrenzten Maßstab vor allem für die essentiellen Personen, also zum Beispiel die im Gesundheitswesen Tätigen, sind verfügbar. Und auch da versucht man jetzt noch weitere Ressourcen zu schaffen, indem eben kleine Gruppen vorgesehen werden. Das dürfte aber technisch in vielen Kindergärten kaum gehen, schon aus räumlichen und personellen Gründen eben Kleingruppen von 5 Kindern betreuen, ist zumindest insgesamt eine sehr, sehr große Herausforderung. Aber da sieht man eben genau das Schrittweise, was sich entwickelt. Und man muss dann eben schrittweise auch sehen, wie sich die Epidemiologie entwickelt. Und sollte
das behutsame Öffnen hier eben unproblematisch sein, dann kann man eben die nächsten Schritte dann eben auch durchführen. Und der Grund, an den muss man immer dran erinnern, ist die Solidarität mit den Personen, die eben besonders gefährdet sind, mit den Alten und mit den Personen mit chronischen Erkrankungen. Und es darf eben nicht zu einem Generationenkonflikt werden oder womöglich auf dem Rücken von chronisch Kranken ausgetragen werden. Was war denn die Grundlage? Was war denn diese Strategie? Ja, was war denn die Grundlage, warum die Älteren zuerst in die Schule gehen dürfen und eben nicht die 6- bis 14-Jährigen? Was war da die Grundlage? Wissen Sie das? Eben gerade die Abschlussklassen in den jeweiligen Abschnitten. Das ist die Idee, damit eben da das Fortkommen, eben die weitere Entwicklung möglichst wenig behindert wird. Frau Dr. Haas, ich glaube, Ihnen ist ja eher wichtig, dass eben die 6- bis 14-Jährigen zuerst in eine Schule kommen würden. Also wenn man sich das anschaut, diese Abschlussklassen, das hat natürlich seine Berechtigung zu sagen, da geht es um bildungspolitische oder bildungsbiografische Wendepunkte für die Kinder und Jugendlichen. Und insofern ist es wichtig, dass sie die gut meistern. Dann konzipieren wir Schule in dem Zusammenhang halt sehr stark als diesen leistungserbringenden und leistungsbeurteilenden Ort, so wie ich das vorher schon angesprochen habe. Und das mag jetzt für die Schülerinnen und Schüler eine gute Basis sein, um in die nächste Schulstufe vorrücken zu können. Aber es berücksichtigt eben noch nicht andere Dimensionen. Also auch das Thema, wenn wir Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen als erstes in die Schule zurückschicken, das ist eben der vermeintlich einfachste Weg. Also hier habe ich es mit einer Gruppe von Jugendlichen zu tun, die erstens, hat auch die aktuellste Studie diese Woche ergeben, sich sehr intensiv mit Corona auseinandergesetzt hat und auch bereit ist, da einen eigenen Beitrag zu leisten. Das heißt, von denen kann ich am ehesten annehmen, dass sie sich an die Hygienevorschriften halten, dass sie auch Abstand einhalten etc. Aber umgekehrt ist das auch die Gruppe, die am wenigsten Betreuung zu Hause brauchen würde. Das heißt, die Schweden gehen ja hier genau einen anderen Weg, indem man in Schweden sagt, die Oberstufenschüler und Oberstufenschülerinnen bleiben zu Hause, weil die schaffen das, die können sich selber organisieren, die kommen mit dem Distance Learning besser zurecht, die haben auch schon mehr an digitaler Kompetenz entwickelt, sie schaffen sich den Stoff selber einzuteilen. Und gerade in der jüngeren Zielgruppe der 6- bis 14-Jährigen sind eben all diese Dinge nicht gesichert. Also hier braucht es mehr Betreuung, mehr Erklärung. Das reicht oft nicht, nur die eine oder andere Skype-Konferenz zu haben und Materialien zu verschicken. Und umgekehrt würde das hier natürlich auch die Eltern entlasten, wenn die Kinder in dieser Altersgruppe tatsächlich wieder institutionell betreut werden und auch in der Schule verankert sind. Herr Sönnigsen, was ist Ihre Meinung, eben wenn man die unterschiedlichen Modelle jetzt anschaut? In Dänemark sperren alle Schulen de facto auf einmal auf, schrittweise eben in Deutschland. In Schweden gibt es wieder ein eigenes Modell, das wir uns gleich anschauen. Aber was ist Ihre Meinung? Ja, ich möchte eigentlich noch mal darauf hinweisen, dass wir hier ein großes Experiment machen, weil wir gar nicht wissen, ob die Schulen überhaupt eine wesentliche Rolle spielen. Es ist ja so, dass nur etwa 2% der Infizierten sind Kinder im Schulalter. Und das heißt, das ist keine jetzt herausragende Gruppe, wo Covid-Infektionen überhaupt weitergegeben wurden bisher. Die Infektionen haben sich bisher über die Massenveranstaltungen, Fußballstadion, Karnevalsvereinssitzungen etc., Après-Ski und so weiter ausgebreitet. Und die Schulen spielen eigentlich gar keine Rolle. Und man hat die Schulen einfach komplett geschlossen, ohne das wissenschaftlich zu begleiten. Das ist eigentlich der Hauptkritikpunkt. Warum wurden in Schulen nicht Messungen durchgeführt? Warum werden Schulen jetzt nicht geöffnet und man führt einfach Messungen durch und kann dann natürlich lokal reagieren? Sie meinen jetzt Temperaturmessungen oder was meinen Sie? Ja, man kann als Screening, als einfache Screening-Maßnahme kann man die Temperaturmessung machen und man kann dann im Verdachtsfall natürlich Abstriche nehmen. Ich meine, wir sind ja mit bei den Weltmeistern beim Messen. Wir haben über 160.000 Messungen durchgeführt. Ja, wie viele dieser Messungen waren bei Schulkindern? Diese Daten würde ich gerne haben, um tatsächlich dann begründen zu können, warum
Vielleicht ist da ja jetzt rausgekommen, dass tatsächlich unheimlich viele Schulkinder betroffen sind oder was. Aber diese Daten stehen ja nicht zur Verfügung. Aus den internationalen Daten weiß ich, Schulkinder spielen in der Covid-Epidemie eigentlich kaum eine Rolle. Und wir machen hier Dinge, die letztendlich nicht evidenzbasiert sind. Es ist vor ein paar Tagen eine Arbeit im Lancet Child and Adolescent Medicine erschienen, die gezeigt hat, dass Covid-Infektionen nicht letztendlich über Kinder übertragen werden. Teilen Sie diese Meinung, Herr Fickenscher? Zumindest gibt es ja für viele Atemwegserreger recht eindeutige Erfahrungen seit langer, langer Zeit, dass die Epidemien sich bei Kindern ganz besonders gut verbreiten. Mit diesem neuen Virus haben wir immerhin das Glück, dass Kinder in der Regel dabei nicht erkranken, aber die Möglichkeit, dass es dann effizient weitergegeben wird, eben auch an die Angehörigen und vor allem die Älteren, das ist die wesentliche Basis für diese Befürchtung und Zurückhaltung in Richtung des flotten Öffnens. Und das kann man, denke ich, durch die vorliegenden Daten auch bisher noch nicht widerlegen. Einen ganz anderen Weg als die meisten europäischen Länder geht Schweden. Meine Kollegin Birgit Bock hat sich diese Woche für die Sendung Weltjournal umgesehen. Veranstaltungen über 50 Personen sind untersagt, aber die Schweden treffen Freunde und Familie. In Cafés und Restaurants sitzt man mit Abstand und die Schulen sind und waren immer geöffnet. Maskenpflicht gibt es nicht, auch keine Verbote und Strafen. Die Regierung gibt Empfehlungen und baut darauf, dass die Menschen verantwortlich handeln. Nach Umfragen steht die Mehrheit der Schweden hinter diesem Kurs. Jeder muss Verantwortung übernehmen und alles tun, so viel als möglich zu Hause bleiben und sich die Hände waschen. Ja, und zu anderen Abstand halten. Ich finde es gut, dass die Schulen offen haben, damit wir uns um die Kinder kümmern und sie weiterhin unterrichten können. Solange die Behörden das für richtig halten. Viele Eltern arbeiten im Pflegebereich und es ist wichtig, dass sie weiterhin zur Arbeit gehen können. Bisher waren wir erfolgreich und wir können unsere Strategie lange Zeit aufrechterhalten. Geschlossene Schulen, geschlossene Grenzen kann man nicht über eine längere Zeit haben. Aber Menschen zu raten, zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind und von zu Hause aus zu arbeiten, das können wir über Monate machen. Frau Rendi-Wagner, gibt es etwas am schwedischen Modell, wo Sie sagen, ja, das sollte oder könnte man auch in Österreich machen? Oder lehnen Sie das schwedische Modell rundweg ab? Ich glaube, man kann nicht eins zu eins das schwedische Modell auf Österreich umlegen. Schweden hat komplett andere, auch geografische Rahmenbedingungen, hat eine Bevölkerungsdichte, die etwa ein Viertel derer von Österreich ist, ein Zehntel der Einwohnerzahl in Stockholm von New York und deswegen auch eine ganz andere Situation. Dort kommt es viel langsamer zur Ausbreitung einer Infektionskrankheit als in einem dichter besiedelten Gebiet oder in Ballungsräumen. Aber man sieht in Schweden auch schon, und sagen wir nicht, dass es so positiv läuft in Schweden, dass die Todeszahl jetzt 1400 ist, während sie bei uns etwa bei 400 liegt. Also sie ist dort um ein Wesentliches höher. Und ausschlaggebend für den Unterschied ist, dass Österreich diesen Lockdown gemacht hat. Und der war aus meiner Sicht absolut notwendig, weil hätten wir ihn nicht gemacht, wir haben trotz Lockdown eine Erhöhung der Fallzahl von 1300 vorm Lockdown auf etwa 15.000 Fälle insgesamt, wo wir jetzt stehen. Also eine Verzehnfachung trotz Lockdown. Und man möge sich nicht vorstellen, wo wir wären, wenn wir den nicht gemacht hätten und den schwedischen Weg gegangen wären. Also Schweden ist hier nicht vergleichbar und aus meiner Sicht wäre das kein Weg für Österreich gewesen. Und Schweden hat auch eine ganz andere Kultur und Politik, was öffentliche Gesundheit betrifft. Das ist das Institute of Public Health, ist komplett frei vom politischen Einfluss und vom Gesundheitsministerium. Diese Tradition gibt es in Österreich oder in anderen europäischen Ländern so nicht. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, weil das ist natürlich für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer interessant, im europäischen Vergleich sieht man
nämlich vor allem Maßnahmen zu spät einzuführen, hat dramatische Folgen. In Spanien sind offiziell über 195.000 Menschen am Coronavirus erkrankt. Nirgends in Europa gibt es mehr Infizierte. Italien und Frankreich haben ähnlich spät reagiert. Österreich liegt mit rund 14.700 bestätigten Infizierten fast gleich auf mit dem ähnlich großen Schweden, obwohl dort weitgehend eben normaler Alltag herrscht. Nimmt man die Zahl der Verstorbenen hinzu, wird das Bild aber differenzierter. Von 100 Coronavirus-Infizierten in Spanien versterben laut offiziellen Zahlen 10. Auch in Schweden ist bisher jeder 10. bestätigte Infizierte verstorben. Der Grund: Seniorenheime wurden nicht ausreichend geschützt. In Österreich sterben von 100 bestätigten Infizierten aktuell 3. Herr Sönnigsen, jetzt eben mehr Todesfälle, aber aus Ihrer Sicht weniger Kollateralschäden. Ist für Sie Schweden offenbar schon ein Modell, das Ihnen gefällt? Ich würde sagen, wir haben es richtig gemacht, dass wir erst den Lockdown gemacht haben, weil wir dadurch natürlich jetzt gerade im Hinblick auf die Todesrate deutlich besser dastehen als die Schweden. Aber ich glaube, der schwedische Weg hat durchaus etwas, was vielleicht für uns jetzt in Zukunft ein möglicher Weg sein könnte oder sein sollte. Und das Entscheidende ist, glaube ich, dass tatsächlich, was ja auch in dem schwedischen Beitrag gerade gesagt wurde, das, was die Schweden machen, das kann man für Monate durchhalten. Das, was wir hier gemacht haben, das kann man jetzt einmal 4 oder 6 Wochen machen. Und wir sehen jetzt schon, dass es dramatische Folgen hat auf die Wirtschaft und damit natürlich indirekt auch wieder auf die Gesundheit. Ja, es gibt ja gute Studien, Arbeitslosigkeit führt zu einer reduzierten Lebenserwartung, zu einer erhöhten Morbidität, verstärkt soziale Ungleichheit und so weiter. Also diese ganzen Kollateralschäden, die haben wir jetzt in Kauf genommen, aber wir können ja jetzt nicht, ich bin ganz bei dem, was auch von anderen jetzt schon gesagt wurde, das Coronavirus bleibt uns ja. Das ist ja jetzt nicht mehr aus der Welt zu denken. Und ob wir tatsächlich jetzt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder vielleicht in 3 Jahren erst die Impfung kriegen, wir müssen uns darauf einstellen, wie können wir eine Strategie fahren, die uns über die nächsten Jahre trägt. Und da ist die Lockdown-Strategie so effektiv und erfolgreich sie jetzt war für die ersten Wochen, natürlich nicht machbar. Wir können ja jetzt nicht alle halbe Jahr wieder 2 Monate zusperren. Jetzt ist eben, also bevor wir auch dazu kommen, weil das ist eben genau die interessante Geschichte, eben das Hammer- und Tanzgeschehen, wie das ja in der Wissenschaft heißt. Herr Fickenscher, der Chefepidemiologe Anders Tegnell, den wir gesehen haben jetzt in Schweden. Wie wird das denn von den Epidemiologen und Virologen in Deutschland zum Beispiel gesehen? Weil der Herr Tegnell versucht eben die Maßnahmen im Land in Relation zum Gesamtschaden zu betrachten. Wie wird das gesehen? Das ist eine komplett andere Sichtweise. Gibt es da auch niemanden in Deutschland, die sagen, das muss man zumindest für die Zukunft andenken, mehr an Eigenverantwortung zu appellieren? Zumindest ist das Gesundheitssystem in Schweden schon deutlich anders als in den meisten anderen Ländern Europas und die Bevölkerungsdichte eben deutlich niedriger. Von daher ist es nicht so gut vergleichbar, aber offenbar ist im Fokus in Schweden die Gemeinschaftsimmunität, die häufig ja auch als Herdenimmunität bezeichnet wird, und die offenbar möglichst schnell zu erreichen. Und das wird bezahlt mit der offenbar relativ hohen Häufigkeit an Todesfällen. Und das ist in der Hinsicht sicher schwer irgendwo zu befürworten. Aber ansonsten, zu diesem Ziel der Gemeinschaftsimmunität müssen wir alle. Und wir müssen das eben so ausjustieren, dass das Gesundheitssystem dabei nicht überlastet wird, wie wir es eben aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich auch und erst recht aus New York in den Medien haben kennengelernt haben. Und jedenfalls darauf zielen letztendlich die ganz verschiedenen Maßnahmen eigentlich überall ab. Eben so viel wie möglich, aber eben so behutsam wie möglich die Veränderungen eben zu gestalten. Und das schwedische Modell ist eine
eine Möglichkeit unter ganz speziellen Bedingungen. Und auch, wie man mit den Schulen umgeht, um darauf zurückzukommen, gibt es auch kein Patentrezept. Und es ist sicher interessant, wie die dänischen Erfahrungen dabei sein werden. Aber auch Dänemark ist schon auch, gerade auch, was so die Bevölkerungsdichte betrifft, sicher auch ein Sonderfall. Frau Haas, Sie wollten was sagen? Ja, zu dem schwedischen Modell wollte ich nochmal sagen. Also man muss sich eben nicht nur anschauen, wie sich das Land jetzt im Hinblick auf diese gesundheitspolitischen und Public Health Expertise aufstellt, sondern Schweden hat eben auch eine sehr lange Tradition im Hinblick auf Gendergerechtigkeit. Das heißt, sie haben sich schon sehr viele Jahrzehnte damit auseinandergesetzt, dass sie Eltern, also beiden Elternteilen eben auch tatsächlich die Möglichkeit, am Erwerbsleben voll teilhaben zu können, ermöglichen und umgekehrt, dass sie aber auch ihre Elternschaft leben können. Das heißt, würde man in Schweden ein Modell in Erwägung ziehen, bei dem die Kinder vollständig zu Hause bleiben, dann wären da ja quasi alle Eltern davon betroffen und ich gehe davon aus, dass die Bevölkerung da viel rascher auch etwas dem entgegenhalten würde. Das ist etwas, was hierzulande sehr rasch akzeptiert worden ist. Also es ist eigentlich sehr leicht gegangen, die gesamte Bildungs- und Betreuungsarbeit in die Familie zu delegieren und dort zu verankern. Und das wäre in anderen Ländern, glaube ich, in dieser Art und Weise gar nicht möglich. Sie haben ein wesentlich moderneres Familienbild, ein wesentlich moderneres Bild zum Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Jetzt würde ich eben gern zu diesem Thema kommen. Wann bekommen wir wieder unser normales Leben zurück? Und jetzt hat Herr Sönnigsen das schon angesprochen. Er meint, dass in Zukunft Lockdowns in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht mehr kommen sollten. Aber wenn man sich bei dieser Frage zum Beispiel anschaut, wir haben ja eingangs gespielt, der Bundeskanzler Kurz hat ja gesagt, viele können sich nicht vorstellen, was da in einigen Wochen auf uns zukommt. Aber die Wahrheit ist, es ist die Ruhe vor dem Sturm. Das hat er am 30.03. gesagt. Die Frage ist, kommt jetzt noch ein Sturm oder kommt keiner? Das frage ich die zwei Experten. Aber gleich eben dazu möchte ich nur zeigen, dass die Frau Rendi-Wagner hat es eben auch schon erwähnt. Günter Wenisch, der Infektiologe, hat gestern gesagt, ein normaler Alltag frühestens 2022 oder 2023. Und Gary Feutig, der Chef des Roten Kreuzes, hat vor einigen Tagen auf Twitter die Frage gestellt, wann ist die Pandemie vorbei? Und dann hat er geschrieben, wenn Herdenimmunität erreicht ist, es gibt drei Wege, die Katastrophe, wie wir wissen, 12 bis 15 Wochen. Eine kontrollierte Durchseuchung würde 4 bis 6 Jahre dauern. Und wenn man wartet auf eine Impfung, bis dahin Containment 2.0, 10 bis 18 Monate. Also man kann jetzt sagen, von 10 Monaten bis 2023 dauert ein paar Jahre. Wie lange, Herr Fickenscher? Ich verstehe, wenn die Politiker und Politikerinnen uns das nicht sagen wollen. Es ist auch sehr bezeichnend gewesen, dass zum Beispiel dieser Tweet von Gary Feutig wurde von unserem Gesundheitsminister Rudi Anschober retweetet. Das heißt, er hat es auch wirklich auf seiner Twitter-Seite auch veröffentlicht. Die trauen sich nicht. Trauen Sie sich jetzt als Experte auch zu sagen, es könnte diese Ausnahmesituation bis 2022, 2023 dauern? Es ist insgesamt ganz schwer prognostizierbar. Und das Spektrum, was Sie erwähnt haben, zeigt ja schon, wie man die verschiedenen Argumente in ganz unterschiedliche Richtungen hier vorantreiben kann. Und ich selbst erwarte tatsächlich, dass es uns längere Zeit begleitet, plus dass wir immer besser damit lernen umzugehen und auch die Risiken besser ja rausarbeiten. Und jetzt wissen wir auch in Zukunft ja immer mehr, wie man auch gut mit den Schulen dabei umgeht und hoffentlich eben hier auch zu einer lockeren Sichtweise kommt. Aber gerade zum Beispiel in Richtung Tourismus wird es auch noch richtig spannend sein. Und wir sind ja derzeit zum Glück eigentlich ganz weit von der Herdenimmunität entfernt und umgekehrt natürlich zum Unglück ganz weit davon entfernt. Und man wird jetzt eben anhand der Lockerungen gucken müssen, wie viel verträgt unser Gesundheitssystem. Und zur Gemeinschaftsimmunität zu kommen, ist natürlich der
sozusagen sicherste Weg, aber es darf eben nicht dabei absolut nicht übertrieben werden. Aber glauben Sie jetzt, kaum möglich. Aber glauben Sie jetzt, so wie Herr Sönnigsen, dass es, wenn jetzt gewisse Kennzahlen dann wieder hinaufgehen, dass es ohne Lockdown oder ohne Notbremse, wie das bei uns heißt, dann wieder möglich ist, weiter zu tun? Sollte es sich in Richtung einer breiten epidemischen Welle in der Bevölkerung entwickeln, müsste man auch über neue Lockdown-Maßnahmen nachdenken. Vielleicht aber eben auch nur regional. Jetzt ist es so, jetzt gibt es einen Wert, das ist die sogenannte Reproduktionsrate, die jetzt in letzter Zeit sehr häufig eben genannt wird. Umgangssprachlich kann man auch Ansteckungsrate dazu sagen. Diese Zahl sagt aus, wie viele Menschen ein Infizierter, eine Infizierte im Durchschnitt ansteckt. Je niedriger der Wert ist, desto besser. Die magische Zahl ist offenbar 1, also einer steckt dann einen an. Österreich ist derzeit bei 0,63, laut Robert-Koch-Institut in Deutschland ungefähr bei 0,8, also unter 1. Und jetzt hat die Kanzlerin, die deutsche Bundeskanzlerin Merkel, hat vor einigen Tagen gesagt bei einer Pressekonferenz, bei 1,1 würde man in Deutschland im Oktober an die Leistungsgrenze des Gesundheitssystems kommen, bei 1,2 im Juli und bei 1,3 bereits wieder im Juni. Heißt das, dass es in Deutschland diese Zahl, dass man anhand dieser einen Kennzahl sagt, bei einer Zahl von 1,1 sperre ich im August dann eben wieder Geschäfte zu oder Teile von Geschäften etc.? Diese Zahl ist natürlich hochinteressant, wenn man sich aber die Herleitung dieser Reproduktionszahl ansieht, dann stellt man fest, dass sehr viele Annahmen dafür notwendig sind, Abschätzungen notwendig sind, die zwar sicher wissenschaftlich so gut wie möglich basiert sind, aber natürlich offen bleiben. Und für mich ist es eigentlich am überzeugendsten, wenn ich sinkende Fallzahlen von Woche zu Woche beobachte, dann sehe ich ja, dass es einigermaßen gut im Griff ist. Und sollten eben jetzt hoffentlich nur lokal eben größere Ausbrüche mit sehr hohen Fallzahlen entstehen, dann muss das Hauptziel sein, diese Ausbrüche möglichst frühzeitig einzugrenzen, dass man eben nicht so lange wartet wie beim Après-Ski oder beim Karneval oder eben damals gar nichts tut. Insofern haben wir hier viel bessere Ausgangsbedingungen und die Politik in Richtung Eingrenzung und Kontaktpersonennachverfolgung könnte hier durchaus eine Strategie sein, weitere Lockdowns in diesem Zusammenhang auch vermeiden zu können. Frau Rende-Wagner, Herr Sönnigsen, bitte. Ja, also ich denke... Ja, Frau Rende-Wagner zuerst, entschuldigen Sie, bitte. Das war jetzt mein Fehler. Ja, ich möchte mich da eigentlich in der Meinung anschließen, was der Kollege Fickinger gesagt hat, nämlich, dass viel verlässlicher als die Ansteckungsrate, nämlich die Reproduktionsrate, eigentlich die Zahl der Neuinfektionen ist. Und da sehen wir, dass wir in Österreich auf einem sehr, sehr guten Weg sind und die auf ein sehr niedriges Niveau gebracht hat und haben. Also uns muss es gelingen, erstens diese geringe Zahl an Neuinfektionen pro Tag quasi noch weiter hinunterzubringen, trotz der Lockerungen über die nächsten Wochen und Monate. Und wenn uns das weiter gelingt, dann ist nicht ausgeschlossen, und das sagen auch Experten, dass wir in den nächsten Monaten auch eine sogenannte Viruselimination zumindest innerhalb Österreichs erreichen können. Das ist natürlich eine sehr zerbrechliche Zielgröße und sehr fragil, weil ein eingeschleppter Fall aus einem anderen Land natürlich wieder einen neuen Herd in Österreich bedeuten kann. Aber diese Möglichkeit und dieses Ziel gibt es, auf das wir zusteuern können. Und dazu brauchen wir nur ein sehr gutes Überwachungssystem mit vielen breiten, intelligenten Testsystemen in ganz Österreich, um, wie der Herr Kollege schon gesagt hat, rechtzeitig infizierte Herde und Personen zu identifizieren und damit zugleich die Ausbreitung zu stoppen. Das wäre ein Weg, den wir auch jetzt in den nächsten Wochen und Monaten vor uns haben könnten. Aber auch hier können wir uns dann nicht zurücklehnen und sagen, wir haben es in Österreich geschafft, weil wir müssen
alle Vorkehrungen weiter treffen, solange das Virus international in Europa und weltweit zirkuliert. Und das wird es so lange tun, solange es keinen Impfstoff gibt. Ja, dieser Weg wird ein längerer sein. Aber wenn die Zahlen steigen, nur eine Nachfrage noch an Sie, Frau Rendi-Wagner, wenn die Zahlen dann wieder steigen, heißt das wieder Notbremse ziehen und wieder Lockdown? Ja, das ist nicht ausgeschlossen, weil wir müssen ja von den Erfahrungen der Länder in Asien lernen, die jetzt schon ein Stück weiter sind als wir. Und da schauen wir gerne nach Südkorea. Und Südkorea hat ein sehr gutes Überwachungs- und Testsystem. Und die sehen immer wieder kleine Mini-Peaks, also kleines Ansteigen der Fallzahlen. Aber wenn man die rechtzeitig entdeckt und rechtzeitig verhindert durch ein intaktes Contact-Tracing, dass es zu einer größeren Ausbreitung kommt, dann kann man diese Mini-Peaks sehr gut beherrschen. Da braucht man noch nicht die Vollbremse ziehen. Das lässt sich durch gute flächendeckende Überwachung, Infektionsüberwachung mit einem guten Testsystem, mit einer guten Teststrategie sehr gut bewerkstelligen. Da haben wir in Österreich noch etwas Nachholbedarf. Herr Sönnigsen? Dann kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir durch wirklich eine gute Surveillance, so ähnlich wie wir das auch für die Influenza ja jedes Jahr machen, dass es Surveillance-Praxen gibt, die eben Messungen durchführen. Wir müssen Personalmessungen in den niedergelassenen Praxen machen, in den Pflegeheimen, um vor allem natürlich Infektionen, die im Bereich der vulnerablen Gruppen auftreten, frühzeitig zu erfassen, und dann muss man lokal reagieren. Dann kann es auch mal sein, dass man eine Schule zumachen muss oder dass man ein Pflegeheim zumachen muss oder vielleicht sogar eine Region sozusagen abriegeln. Aber es wird hoffentlich vermeidbar sein, dass man noch mal einen kompletten Lockdown vornehmen muss. Jetzt haben Sie... Ja, bitte. Ja, ich denke, dass man einfach insgesamt... letztendlich auch ein bisschen sich damit abfinden muss, dass dieses Virus nun in der Welt ist, und an diesem Virus werden auch zukünftig Menschen versterben. Das ist einfach eine Tatsache, der man irgendwo auch ehrlich ins Auge sehen muss. Und wir nehmen ja auch andere Todesfälle einfach in Kauf. Wir nehmen Verkehrstote in Kauf, wir nehmen Influenza-Tote in Kauf. Die könnte man theoretisch auch durch entsprechend drastische Maßnahmen verhindern. Aber wir haben uns sozusagen daran gewöhnt, mit diesen Todesursachen zu leben. Und wir akzeptieren das. Und so etwas Ähnliches steht uns möglicherweise mit Covid auch bevor. Jetzt haben Sie schon die ältere Generation angesprochen. Ich habe schon eingangs eben erwähnt, die Frage, wann und unter welchen Umständen dürfen wir eben unsere Eltern, unsere Großeltern, unsere Urgroßeltern in den Pensionistenheimen oder zu Hause auch wieder besuchen. Und Sie, Frau Haas, sagen, es ist eben ganz wichtig, dass man nicht alles außer der epidemiologischen Sicht sieht, sondern eben auch aus der sozialen Sicht, aus der gesellschaftlichen Sicht. Hier ist es ja so, dass gerade die Großeltern eine Riesenrolle bei der Kinderbetreuung spielen. Das heißt, es wird auch hier alles wieder in die private Familie, also jede Entscheidung wird wieder in die private Familie hineingetragen. Ja. Na, erstens möchte ich sagen, dass es natürlich extrem wichtig ist, die Großeltern jetzt nicht zu sehen. Also da stimme ich mit allen anderen Experten und Expertinnen überein, dass es natürlich darum geht, Risikogruppen zu schützen und die auch in jedem Bereich zu schützen. Und natürlich ist das innerfamiliär manchmal nicht so schön, dass man eben die Oma oder den Opa nicht besuchen kann. Und es ist insbesondere für die ältere Generation überhaupt nicht schön, aber trotzdem geht es da ja wirklich um den Schutz. Was hinzukommt aus dieser Gender-Perspektive, ist eben tatsächlich wieder, dass Großeltern ja sehr oft einen Anteil an der Betreuungsarbeit innerhalb einer Familie haben. Das heißt, ganz oft geht es ja auch darum, wer hilft zu so Spitzenzeiten aus, und das ist ganz, also ist es auch Usus, eben auf die Großeltern zurückzugreifen. Die fallen uns jetzt ja eigentlich weg. Und jetzt haben wir hier auch während der letzten 20 Minuten eine sehr stark wieder gesundheitspolitische Diskussion gehabt, was ich extrem wichtig finde. Aber gleichzeitig sieht man halt auch so ein bisschen ein Ringen um Gewissheit. Also wir würden gerne Gewissheit haben, was ist es für eine Zahl, damit wir den nächsten Schritt dann tatsächlich gehen können.
Und diese Gewissheit gibt es eben jetzt nicht. Das heißt, es wird diese Phase 2 extrem komplex. Und das wird eben nicht nur aus einer virologischen Sicht, sondern sie wird auch komplex aus einer gesamtgesellschaftlichen Sicht. Also wir müssen uns überlegen, wie wollen wir uns da aufstellen? Wie wollen wir uns gegenseitig unterstützen? Welche Gruppen wurden beispielsweise bis jetzt ausgeblendet oder gar nicht gehört? Und wenn wir uns darauf einstellen, dass etwas eben auch tatsächlich mehrere Jahre dauert, dann ist es auch wichtig, in diesen Jahren zu denken. Ich würde gerne einen Aspekt aus dem Thema Gleichstellung noch reinbringen. Wir wissen, dass Männer und Frauen auch heute schon sehr unterschiedlich mit dieser Betreuungs- und Unterstützungsarbeit innerhalb der Familie aufgestellt sind. Und gerade in einer Krise kommt es dann zu diesen innerfamilialen Verhandlungen. Und natürlich ist es dann wichtig, wieder, dass quasi die Person, die mehr verdient, eher den eigenen Job sichert und die Person, die weniger verdient oder, wie wir leider in einer langfristigen Folge davon ausgehen müssen, dass stark die administrativen Positionen, die eben stärker von Frauen besetzt sind, dann auch von Kündigungen betroffen sein wird, dass es da zu einem sehr starken Retraditionalisierungseffekt kommen wird. Ja. Und das würde ich einfach gerne auch in der Zukunft berücksichtigt haben in Diskussionen. Sehr starke Ungleichheiten. Um bei der älteren Generation noch zu bleiben, Herr Fickenscher, der Charité-Epidemiologe Stefan Willig fordert, es müssen Szenarien entwickelt werden, in denen diese Gruppe vor der Infizierung mit dem Virus geschützt, aber dennoch gut versorgt sind, eben einschließlich sozialer Kontakte. Wie könnte das aussehen? Ist das zum Beispiel, wir haben eingangs gezeigt in unserem Film in den Niederlanden, dass hier mit Plexiglaswänden gearbeitet wird, aber wie kann man eben erreichen, weil wenn das wirklich jetzt Jahre dauert, kann man doch nicht dieser Generation jahrelang sie nicht besuchen dürfen, beziehungsweise auch umgekehrt, das wäre eine menschliche Katastrophe. Also diese Besuchsmöglichkeit über eine Plexiglasbarriere klingt sehr vernünftig und wird sicher auch ganz direkt in Frage kommen. Aber gerade was Alters- und Pflegeheime betrifft, habe ich so den Eindruck, dass da ein ziemlich überraschtes Erwachen stattgefunden hat, denn zumindest in Deutschland sind eben viele Alters- und Pflegeheime eigentlich nicht auf Infektionen oder Epidemien ausgerichtet oder ausgestattet. Es gibt wenig Fachpersonal, dafür viel Hilfspersonal. Wie schafft man es tatsächlich auch, das Hilfspersonal entsprechend schlau zu machen, wie man damit umgeht? Das ist natürlich alles möglich, aber es ist sehr, sehr mühsam. Und schon alleine der Aspekt der Verfügbarkeit von Schutzmasken in Altersheimen, also in Deutschland sicher noch sehr begrenzt. Und wenn eben öffentlich empfohlen wird, dass alle Leute Schutzmasken tragen sollen, dann wird der Markt noch leerer gefegt. Und dann ist gerade dort, wo sie noch ganz essentiell fehlen, die Situation noch gefährdeter. Insofern würde ich sehr empfehlen, mit öffentlichen Verpflichtungen Schutzmasken zu tragen, extrem vorsichtig zu sein, weil man zuerst mal die Hausaufgaben da machen muss. Und gerade diese ganz essentiellen Voraussetzungen sind gerade erst drüber etabliert zu werden. Drum sind dann die weiteren Schritte natürlich auch wichtig, aber eben zweiter Schritt. Frau Rendi-Wagner, was soll oder könnte die Politik tun, um eben der älteren Generation eine Perspektive zu geben? Ich finde das unheimlich wichtig, dass wir diese gesellschaftliche Perspektive jetzt ins Gespräch bringen und auch was die Frau Haas gesagt hat, weil wenn wir wissen, dass das möglicherweise ein jahrelanger Weg ist, der da vor uns liegt, dann müssen wir einfach darauf schauen und hören, was die Menschen brauchen, was die Kinder brauchen, was die älteren Generationen brauchen, was die Frauen brauchen, die Arbeitslosen, die Wirtschaft, die Unternehmer. All das müssen wir mit berücksichtigen. Und ich finde es so notwendig politisch, dass wir jetzt von dieser Monoperspektive, die jetzt notwendig war in der Akutphase, eben von dieser einfältigen oder sehr einsichtigen Perspektive des Virologischen auf diese Gesamtsicht kommen. Weil wir können nicht 2, 3 Jahre einfach in einem Shutdown, in einem emotionalen Shutdown leben. Wir dürfen aufs Menschsein nicht vergessen und wir dürfen auf die Menschen nicht vergessen. Und da geht es vor allem um die Frauen, die wie bei vielen anderen Krisen schon zuvor meist die großen Verliererinnen sind. Die Frau Haas hat da einiges ausgeführt dazu. Da geht es um die Kinder,
die jetzt ausgeschlossen sind von ihrer Bildung. Und da geht es auch um diese ältere Generation, die Angst haben vor der Einsamkeit. Jetzt kommt der Muttertag. Das sind wirklich angsteinflößende Momente. Und da müssen wir als Gesellschaft gemeinsam jetzt uns ausmachen in einem breiten, offenen gesellschaftlichen Diskurs, wie diese Regeln für den neuen Weg in dieser längeren Ausnahmesituation für uns ausschauen. Das darf nicht, so wie in der Akutphase, per Dekret, per Erlass von der Regierung verordnet werden. Das wird nicht funktionieren. Wir sind eine Gesellschaft, wir haben Freiheitsrechte, wir haben einen emotionalen Bedarf, wir haben Existenznöte und die müssen hier Berücksichtigung finden. Und da braucht es jetzt eine andere politische Herangehensweise. Mhm. Ja, Herr Sönnigsen, bitte. Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Ich denke, dass gerade für die ältere Generation ist es unheimlich wichtig, Sozialkontakte zu haben zu ihrer Familie. Und man kann die auch nicht verbieten. Ja? Man kann an die Menschen appellieren, diese Kontakte in einem möglichst risikoarmen Bereich zu halten. Aber man sollte das nicht gänzlich untersagen. Und ich kann nur noch mal darauf zurückkommen. Ich glaube, man sollte auch die Gefährlichkeit dieses Virus nicht überschätzen. Wenn wir uns die österreichischen Zahlen anschauen, und die halte ich, weil wir sehr viel gemessen haben, halte ich die wirklich für sehr realistisch. Dann liegen wir jetzt bei einer CFR, also dieser Case Fatality Rate, der Todesrate von ungefähr 0,3. Die Länder, die sehr viel höhere Todesfallraten haben, die haben sicherlich eine sehr viel höhere Dunkelziffer als wir. Bei uns ist die Dunkelziffer relativ klein. Wir haben ja diese SORA-Studie jetzt gemacht, die sicherlich nicht perfekt ist, die ist nicht unbedingt repräsentativ und ist auch nicht groß genug, die Stichprobe, da kann man sehr viel Kritik dran üben. Aber es ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Das finde ich ganz hervorragend. Da sind wir eigentlich wirklich Vorreiter in Europa mit diesen Studien. Und die zeigen uns, okay, wir haben momentan 1,5 bis 2% der Bevölkerung, die diese Erkrankung durchgemacht haben oder im Moment durchmachen. Und von denen sind 400 verstorben. Und das Durchschnittsalter dieser Verstorbenen liegt über unserer durchschnittlichen Lebenserwartung. Ja. Also ich glaube, man muss auch irgendwo einfach ein realistisches Bewusstsein entwickeln für die tatsächliche Gefährlichkeit dieser Erkrankung, die ohne Zweifel da ist. Ja, ich will das überhaupt nicht kleinreden. Ich will auch nicht sagen, wir sollen jetzt alles laufen lassen und so weiter. Natürlich müssen wir aufpassen, dass unsere Gesundheitssysteme nicht überlastet werden. Aber da sind wir ja bei weitem nicht hingekommen. Wir haben die verfügbaren Spitalsbetten haben wir zu 2% ausgeschöpft jetzt. Gut, dann könnte man, Herr Sönnigsen, ja, da könnte man natürlich auch sagen, das könnte ja eben genau durch diese strengen Regelungen der Regierung natürlich auch gekommen sein. Aber die Frage würde ich schon gern noch eben von Herrn Fickenscher beantwortet wissen. Überschätzen wir die Gefährlichkeit des Virus? Das ist insgesamt schwer einzuschätzen, weil wir eben nicht ganz genau wissen, wie häufig ist es nun wirklich in der Bevölkerung. Aber auch die Sentinel-Ansätze in Deutschland zeigen eine ähnliche Größenordnung, wie gerade von Herrn Sönnigsen erwähnt. Und insofern sind die Kenntnisse schon relativ gut, aber eine gewisse Überschätzung der Letalität könnte tatsächlich hier in den Zahlen verborgen sein. Trotzdem ist diese Letalität viel höher, als wir sie zum Beispiel bei der Influenza beobachtet haben. Auch bei der Influenza-Pandemie im Jahr 2009 war sie massiv niedriger. Und insofern hat es doch eine ganz deutliche Qualität. Auch bei der Influenza sind zu einem
großen Anteil sehr alte Personen, die dran versterben. Und trotzdem sind es eben Todesfälle, die durch diese Erkrankungen, durch diese Infektion hervorgerufen werden. Mhm. Also Entwarnung kann ich hier nicht unbedingt geben. Die Salzburger Nachrichten, die haben heute geschrieben, dass eben der Weg im Leben mit dem Virus von Glaubwürdigkeit gepflastert sein soll. In diesem Sinne hoffen wir natürlich, dass es auch die eine oder andere Sendung gibt, wo uns Regierungsmitglieder sagen, auf welcher Entscheidungsgrundlage sie welche Entscheidungen auch getroffen haben. Nach unserer Sendung sehen Sie den Doc-Film Goodbye, Wladimir Iljitsch Uljanow genannt Lenin, ein packender Politkrimi. Ich sage Ihnen zu Hause, danke fürs Zusehen, reden Sie darüber. Ich danke meinen Gästen für Ihre Analysen und Ihre Expertise. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen.